Yo, servus Leute und willkommen beim zweiten Let's Play. Diesmal online. Ich bin unterwegs mit meiner Katze, mit Lord Pyrrhus. Falls ihr Dragon Ball Super kennt, dann ist euch das sicher ein Begriff. Master Haku ist mit dabei und zwei Randoms. Ja, warum nehme ich diese Quest auf? Es ist eine Jägerrang 5 Quest. Nämlich ein Lavasjod, den habe ich zuletzt vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren bei Monster Hunter Freedom Unite gemacht. Und ich dachte mir, den können wir mal gleich hier aufnehmen. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Also ich habe jetzt die ganzen J-Rang 4 und J-Rang 5 Quests, also die Key-Quests, fast alle mit Katze gemacht. Weil ja, Haku auch dabei ist und ja, meine Katze ist ziemlich stark und ja. Ist aber erst Level 29. Naja, wie auch immer. Oh, und ich bin gleich in der Nähe. Als Katze ist es halt doof. Ich habe keine Schallbombe oder so, dass ich den rausholen könnte. Aus der Lava. Aber bitte. Es war bei Plesiot auch schon doof. Da muss man mal ewig warten, bis der rauskommt aus dem Wasser. Und hier beim Lavasjod, glaube ich, wird es auch ein bisschen scheiße sein, den hier aus der Lava rauszubekommen. Mal sehen, wie das läuft. Oh, er ist schon heraus. Okay, das ist natürlich noch besser. Ach ja, Lavasjod. Die Rüstung von dem war ziemlich gut bei Unite. Falls ich mich recht erinnern kann, habe ich für Bogen benutzt. Au. Hatte irgendwas Brauchbares. Ich glaube Fokus. Bin mir nicht mehr sicher. Genau, bei Lavasjod hat man damals erkannt, wenn seine Lava nicht mehr glüht auf seinem Körper, dann ist er fangbereit. Bin gespannt, ob das jetzt noch immer so ist. Ah, okay. Lavasjod kann sich jetzt hier so eingraben. Das heißt, geht er gar nicht mehr in die Lava rein. Ich weiß es gar nicht. Gesagt, es ist mein erster Kampf hier gegen Lavasjod bei Monster Hunter Generations. Bei Unite habe ich ihn schon öfters mal gemacht. Damals ganz gerne mit Bogen. Ich hoffe, der macht jetzt keinen Bodycheck, wenn ich hier bin. Au. Ah, er hat mich nicht getroffen. Geil, hat mich voll nicht getroffen. Und jetzt zappelt er rum. Zappel nicht so rum. Halt doch mal still. Autsch, meine Katze musste einsteigen. So, jetzt habe ich bald die drei Balken vor. Ich warte nämlich immer, dass ich drei Balken habe, damit ich Perforierbumerang und großer Bumerang gleichzeitig einsetzen kann. Und dann weiß ich, wenn ein Skill davon weg ist, der andere auch nicht. Ah. Gott sei Dank hat er mich nicht getroffen mit der Attacke. So, jemand ist gerade oben auf ihn. Der eine random Regiro. Wir werden ihn beim Mountain unterstützen. Ja, Leute, falls ihr es noch nicht wisst, wenn jetzt jemand mountet bei Monster Hunter Generations, unbedingt angreifen. Denn wenn ihr angreift, helft ihr demjenigen, der gerade mountet, dabei, dass das Ganze schneller funktioniert. Das heißt, man soll jetzt angreifen, wenn jemand das Monster reitet. Bei Four Ultimate sollte man ihn nicht angreifen, aber jetzt soll man angreifen, damit es schneller geht. Man kann jetzt, wenn jemand mountet, ihn nicht mehr runterhauen. Nur wenn er selber verhaut, dann fällt er hinunter. Aber wenn man angreift, also wenn der andere Spieler angreift, kann man nicht mehr verhauen. Einige wissen das noch immer nicht. Und schreiben dann, ah, wieso greifst du an, während ich mounte? Oder hör auf damit. Aber ich glaube, die meisten wissen es jetzt schon. Autsch, ich sehe gerade gar nichts, also... Ah, oh, meine Kätzchen! Oh.
Ich sehe irgendwie im Moment gar nichts. Wir sind alle neben dem Monster und ich sehe kaum was. Autsch. Okay, aber hat mich nicht getroffen, weil das Erdbeben ist dennoch da. So. Ah, jemand hat mich geheilt, dankeschön. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal ein bisschen Kräuterhorn spielen. Ich hoffe, dass der Lavisjord mich nicht angreift. Ah, den haben sie gerade schön aus der Lava rausgeholt. So. Jetzt habe ich wieder relativ gute Gesundheit. Aber der ist auch die ganze Zeit hier am Umfallen irgendwie. Jetzt mountet ihn gerade wieder jemand. Sehr schön. Autsch. Da ist jetzt gerade so ein Feuerstein explodiert. Ah, ich muss jetzt wieder aktivieren. Okay. Das war's auch schon. Das war's auch schon. Sehr schön. Ziemlich gute Arbeit. Ist die ganze Zeit nur hingefallen. Diese Attacke ist auch cool, der Clown Dance. So, mal schauen, was die jetzt so hier veranstalten. Haku sitzt hier. Ich werde mich zu Haku gesellen. Ja, lief eigentlich ziemlich gut. Haku hat schon ziemlich viel gezockt und hat schon sehr gutes Equipment. Meine Katze ist auch relativ gut. Die zwei Random schlagen sich auch. Toll. Was will man mehr? So macht Monster Hunter wirklich Spaß. So, mal sehen, was wir noch hier im Lot bekommen. Lava so geflossen, Lava-Klumpen. Ja. Und ein Talisman. Ich nehme den einfach, weil man kann ihn ja einschmelzen. Ja, eigentlich recht gut gelaufen. Ah, meine Katze ist Stufe 30, yeah. Tja, Leute, somit verabschiede ich mich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.